Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat Mai schauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Mai ist mein Geburtstagsmonat, das heißt, das hier dürfte dann meine Geburtstagsbox sein. Ja, die Boxenpacker wissen das nicht so unbedingt, aber ich sehe das immer so. Wir bekommen die Lookfantastic Beauty Box ab 15,50 Euro pro Box monatlich nach Hause und sie enthält immer so 5 Beauty-Produkte aus einem etwas höherpreisigen Bereich. Und ich habe einen Code, CLAUDIWELT, damit bekommst du die ein bisschen günstiger. Schau super gerne einfach mal dort vorbei. Und ich habe eine zweite, denn ich bekomme eine in Kooperation zugeschickt und meine eigene verlose ich immer wieder. Und wenn du Bock drauf hast, an der Verlosung teilzunehmen, schau mal in der Infobox vorbei, da habe ich dir alle Teilnahme Bedingungen verlinkt. So, im Mai kommt die Geschichte tatsächlich in einer Tasche und das finde ich schön, weil das passt jetzt so richtig schön zum Sommer und hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5 Produkte drin enthalten. 6. Cool und ich möchte mit euch mal zusammen hineinschauen. Wir haben auch immer so ein Kärtchen mit einem QR-Code, sodass wir da entsprechend die Box erleben können. Read your exclusive May Magazine to get inspired by your specially curated products from brands such as Elemis and Sol de Janeiro. Also du hast es auf Englisch halt, ne? Go anywhere with beauty ist tatsächlich das Motto von der Box. Oh mein Gott, diese Frau auf dem Cover hat wunderschöne foxy eyes. Das ist, könnte man professionell einblenden. Ich mache es jetzt so. Richtig hübsch. Volle Lippen, schöne Augen, 1A-Frau. Dann haben wir in diesem Heftchen auch immer ganz viel drin stehen. So ein bisschen, dass man auch so an die Box herangeführt wird. Ich bin halt echt ein Freund davon, wenn sowas auf Deutsch stehen würde. Klar, ich kann Englisch lesen, verstehen, wie auch immer, aber es ist immer schöner, dann das Motto in der eigenen Muttersprache halt nochmal durchlesen zu können. Ja, es geht auf jeden Fall um Summer Sunrise Mornings, also quasi Sommer Sonnenaufgangsmorgende. Und da bin ich gespannt, wie das hier entsprechend dargestellt wird. Wir haben ab und an mal Alternativprodukte drin. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Destination Beautification, also da haben wir jetzt so ein bisschen Urlaubsvibes am Start. Holiday Hairification, da wird eine Dame von Maui interviewt, die da was zu erzählt. Skin Prep Power, also quasi Skincare. 7 Informationen über Lichtschutzfaktor ist am Start. Dann gibt es hier noch eine Beauty Box, eine Limited Edition, wo man als Abonnent 10 Pfund Rabatt bekommt. Hier steht jetzt nicht der Preis mit bei. Ich habe sie jetzt aber schon hier tatsächlich. Die werde ich euch dann auch mal ganz schnell abfilmen und abdrehen und zeigen. Mal gucken. Oha! Also, wow, im Juni bekommen wir eine Box und da ist der NARS Orgasm in der Deluxe Size drin enthalten. Also definitiv, wenn ihr den nicht verpassen möchtet und noch nicht in eurer Sammlung haben solltet, schaut in der Infobox vorbei. Bestellt super gerne die Lookfantastic Beauty Box über meinen Link. Fände ich ziemlich cool. So, Box. Wir schauen hinein. Wir haben jetzt ja schon ziemlich viel Spoiler-Alarm bekommen. Und hier habe ich als allererstes etwas drin, was ich auch aktuell verwende. Und zwar ist es von Sol de Janeiro die Brazilian Bum Bum Cream. Ja, das ist eine kleine Größe mit 25 Millilitern, aber die ist schon recht hochpreisig. Und um sie mal so auszuprobieren, beziehungsweise um sie kennenzulernen, ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Da komme ich auch nicht ewig und 3 Tage mit hin, aber eine sehr, sehr schöne Creme, die... Also für mich ist die einerseits super geeignet für den Sommer, weil die auch wirklich sehr, sehr intensiv duftet und man eigentlich kein Parfum mehr braucht, wenn man die halt aufträgt, ne? Gleichzeitig ist es aber auch eine Creme, die recht pflegend ist und in dem Sinne für mich persönlich für den Winter auch sehr gut geeignet ist. Ich mag sie sehr gerne und freue mich darüber, dass sie drin ist. Habe ich, wie gesagt, gerade in Anwendung bzw. gestern Abend aufgebraucht. Dann haben wir hier das Duo von Maui drin, von dem gesprochen wurde. Und das dürfte dann Shampoo und Conditioner sein. Nourishing Coconut Milk. Oha, Conditioner und Shampoo für trockenes Haar, 100 ml jeweils drin enthalten. Super für den Urlaub, wenn man wegfeiert und einfach so eine kleine Geschichte mitnehmen möchte. Ohne Silikone, ohne Mineralöle. Es ist vegan. Pures Kokosnusswasser ist hier drin. Und jetzt möchte ich mal dran riechen. Cool finde ich immer, wenn auch bei kleinen Größen, upsala, das so zum Aufklappen ist. Riecht ein bisschen wie Pina Colada.
Riecht sehr angenehm. Ja, ich bin jetzt eigentlich kein Kokosfan, aber mal gucken, vielleicht mag ich das ja doch auf meinen Haaren. Ja, und nährend und Feuchtigkeit können meine Haare immer gut gebrauchen. Die beschweren sich da nicht drüber, ne? Also, ja, sie sehen okay aus. Also sie sind vor allem dadurch, dass ich ja in Malaga war, viel heller geworden. Also ich habe jetzt meine Sommerhaarfarbe wieder und das liebe ich ja, ne? Wenn die halt, also ist ja nicht gefärbt, sondern das ist meine natürlich blonde Mähne, die ja noch blond ist. Irgendwann wird sie wahrscheinlich grau und dann werde ich ein bisschen nachhelfen mit Farbe, aber ich mag es einfach, wenn der Sommer kommt und die Haare so richtig hell werden lässt und ich dann halt so richtig blondimäßig werde. Mag ich gerne. Dann habe ich hier etwas drin, was so wichtig ist, und zwar ist das ein Lichtschutzfaktor für die Lippen. Wir vergessen sehr oft die Lippen und wer schon mal Sonnenbrand auf den Lippen hatte, hat da, also achtet da drauf. Von Ultrasun ist das Lip Protection and Care und das macht man sich auf die Lippen drauf, kann man sich immer wieder erneuern, denn gerade Lichtschutzfaktor auf den Lippen trägt sich sehr, sehr schnell ab, dadurch, dass wir reden, essen, leben. Jetzt habe ich hier ein Haar, das geht mir auf den Sack. Und dann ist es ganz gut, wenn man halt so einen Stick mit dabei hat. Ich finde den auch ganz schön pflegend, den kann ich wirklich empfehlen. Das passt auf jeden Fall auch in dieses Summer Bag. Dann haben wir hier noch ein Scrunchie drin enthalten. Ich bin ja mittlerweile echt zu einem Scrunchie-Freund geworden, ne? Hätte ich auch im Leben nie mit gerechnet. Ist von Invisibobble Style Icon. Einfach ein pinkes Scrunchie. Ich glaube, ein pinkes habe ich auch noch gar nicht. Deswegen passt das für mich sehr gut. Da haben wir in dem Scrunchie selber ein Invisibobble drin. Und außenrum zu halt ein Scrunchie. Und das kannst du halt entweder nehmen, um dir wirklich damit selbst den Bommel zu machen, oder du machst den Bommel und machst es dann so drüber und dann sieht man halt dieses Scrunchie, was dann vielleicht passend zum Outfit ist. Ich feiere das. Ich werde es verwenden. Und das Letzte, was wir hier in dieser Tasche drin haben, die sicherlich auch ihren Wert haben wird, ist etwas von Elemis. Und zwar ist das ein Rehydrating Ginseng Toner. Das finde ich auch cool. Refreshing Facial Toner, 50 Milliliter. Das sollte immer nach der Gesichtsreinigung der erste Schritt sein, bevor ihr mit der Hautpflege halt fortfahrt, weil durch einen Toner sagt ihr eure Haut, hey, chill dich, alles ist gut, sei darauf vorbereitet, dass jetzt bald ein paar Wirkstoffe auf dich zukommen, aber erschreck dich nicht darüber. Und da bietet halt ein Toner so eine schöne Anfangsgeschichte für deine Skincare. Mag ich sehr gerne leiden, finde ich total klasse, dass wir hier den mit drin haben. Und Rehydration können wir alle sehr gut gebrauchen im Sommer, weil durch die Sonneneinstrahlung ist die Haut in dem Sinne wahrscheinlich dann auch so wärmer, ne? Also meine ist jetzt zum Beispiel, ich war heute auch ein bisschen draußen, etwas warm geworden und dann habe ich das Bedürfnis, Feuchtigkeit der Haut zu geben, um sie halt zu chillen. Im Winter ist es so, dass die Heizungsluft meine Haut austrocknet und deswegen Feuchtigkeit braucht. Und wie gesagt, im Sommer braucht sie die Feuchtigkeit, weil sie so am Glühen ist. Und ja, das waren jetzt die 6 Produkte, die in der Box drin enthalten sind, beziehungsweise vielmehr in der Bag. Und es hat sich gelohnt. Für 15,50 Euro, beziehungsweise wenn man das jederzeit kündbare, flexible Abo hat, für 20 Euro, ist das auf jeden Fall ein schöner Ausflug in den Higher-Beauty-Bereich. Also wir haben ja keine dekorative Kosmetik mit am Start, aber Pflege, die halt schön ist. Wir haben Gesichtspflege, Körperpflege und Haarpflege. Ich mag's. Aber schreibt mir gerne mal eure Kommentare in die Kommentare. Nein, eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns super gerne über die Box mal austauschen. Aber dieses Mal hat sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ihr Lieben, ich hetz hier durch. Das war's hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.